So wie ich dich kenne, wirst du bestimmt zu den Leck Medium Java zu treffen, stimmt's? Oh, Baby. So ist es. Ich fahre wirklich morgen. Gut, kannst du Java dann bitte das hier mitbringen? Komm schon, bitte, bitte. Mit ganz viel Zucker und Honig oben drauf. Genau. Was für hast du mitgenommen? Um zu den Leckminen zu kommen, nehmen wir einfach den Zug am Bahnhof, oder? Kein Problem, überlass das nur mir. Okay, Pui, wir haben es kapiert. Pui sagt, er hat Hunger. Los, Justin, geh mir nach Hause. Ja, genau. Ich sag schon wieder nach Hause, obwohl es dein Zuhause ist. Immer bei Mama Fett fressen. Damit sie groß und stark wird. Ja. Wer ist das denn? Hello. Oh, hey, du bist Justin. Willst du mit mir jammern? Okay. Nein, danke. Warum erzählen Sie mir nicht wie immer die Geschichte, Sir? Meine Geschichte vom alten Pam? Okay, warum Justin, nicht? Wieso? Hä? Einfach langsam weggehen. So, nach oben geht's wieder über die Brücke. Ja, ich muss doch jetzt nach Hause, oder nicht? Ja, eben. Ist das zu Hause nicht auch auf dieser Seite? Nein. Sicher? Ganz sicher. Es ist am Brunnen. Hier. Genau, irgendwo hier runter. Ah, da ist es ja schon. Okay. Was ist denn jetzt los? Naja, gestern. Ist das Spiel eingefroren? Hm? Scheiße. Ach nee. Ah! Hm? Okay. Wir sollten dann vielleicht bei ihr mal wieder speichern. Hey, Justin! Biber? Traut sie dich wieder, oder was? Oh. Skabom. Aber ich hab mich nicht bei dem Knockator entschuldigt, scheiße. Autsch, wofür war das jetzt, Mama? Meine Schuhe sind nicht so dreckig. Wie spät es ist. Es ist so spät, dass ich befürchtet habe, hier sei etwas passiert. Und was mit so passiert ist, war mir egal. Naja, ich bin froh, dass ihr zwei sicher zu Hause seid. Kommt schon, esst, bevor es kalt wird. Ja, man. Hey, das hätten wir zusammen sagen sollen. Entschuldigung. Ja, ma'am. Ja, 1, 2, 3. Ja, ma'am. Warum muss ich meine Mom mit ma'am ansprechen? Das hat mich ein bisschen irritiert. Naja, weil sie die Fräulein Knüppelkuh ist. Ja. Ach, schon wieder eine Essensunterhaltung. Jetzt wissen wir, wo Java wohnt. Wo sein Haus wohnt.
Dann kriegen wir morgen einen Passierschein 38 für das Schiff, Justin. Ob er wohl ein großer Abenteurer ist? Ach, ich kann es kaum abwarten, Mr. Java zu treffen. Mr. Miyawa. Weißt du, dieser Mr. Miyawa muss schon ziemlich schusselig sein, wenn er seine Börse vergisst. Was muss der sein? Schusselig? 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 Keine Ahnung. Das ist so ein Wort, das man in Österreich nicht sagt. Bei uns sagt man deppert. Man kann auch bescheuert sagen, ne? Ja. Bei uns sagt man schusselig nicht. Ja, bei euch sagt man nicht, es geht sich aus. So, das neue, Kameralogo. Na super. Yay, mein Gesicht ist in der Aufnahme. Hat Sigi immer gemacht. Naja. Allerdings, so vergesslich bin nicht einmal ich. Aber vergisst du nicht immer, Pui zu füttern? Ist das nicht ihre Aufgabe? Ich wollte gerade sagen, das ist dein Haustier. Puff, puff. Außerdem frisst sie die ganze Zeit das Zeug weg und der sitzt nur oben auf ihrer Rübe. Ab und zu sieht man sie aber, glaube ich, wie sie die Gabel nach oben hält. Ah, jetzt hat man es kurz gesehen. Ihr wollt also zu den Leckminen, um Mr. Java zu treffen, ja? Das ist gefährlich, mach das nicht. Ah, aber es ist sinnlos, dir das zu sagen. Du bist der Sohn eines Abenteurers. It is your destiny. Aber versprich mir eins. Versprich, dass du auf Sue aufpasst. Denk dran, dass du ein Junge bist. Genau, und damit sagt eine Frau, dass Frauen absolut unfähig dazu sind. Ja. Auf sich selbst aufzupassen. Genau. Ja. Deswegen hast du auch noch nie was alleine aufgenommen. Genau. Macht keinen Spaß, wenn ich dir zustimme, oder? Ach, Mann. Oh. Okay, ich ärgere mich. Ah, du bist so ein Sexist. Natürlich, Mama, ich bin ein Abenteurer. Wir nehmen den Zug vom Bahnhof, um zu Java in die Leckminen zu kommen. Ich glaube, Papa hat mal gesagt, dass es keine Kohle mehr in diesen Minen gibt. Und? Okay. Pass auf Sue auf, Justin. Wenn sowas passiert, drehen ihre Eltern sich im Grab um. Die ihre Eltern sind... Dann sind sie doch endlich vereint, oder? Ja, schon klar. Ich gebe mir selbst eine Ohrfeige. Du hast Taktgefühl. Ja. Keine Sorge, Tantchen. Auch wenn er nicht so aussieht, Justin ist ziemlich zäh. Ja, wie ein Steak. Ja, ich denke mal, das war schon das Wichtigste. Das war köstlich. Ich bin satt. Ich mag kein Blatt. Morgen gehen wir zu den Leckminen, um Mr. Java zu treffen, was ich schon 5000 Mal gesagt habe. Vergiss es nicht, Justin, sonst muss ich es nochmal 5000 Mal sagen. Und was ist das Erste, was du am nächsten Tag in der Früh machst? Guten Morgen, Justin. Guten Morgen, Justin. Bist du fertig? Oh Mann, ey. Das ist Murmeltiertag, oder? Oh Mann. Groundhog Day. Ja, wirklich. Bill Murray lässt grüßen. Hä? Bill Murray lässt grüßen. Hier ist heute nichts. Ach, wisst ihr was? Leck mich alle, ich gehe zum Bahnhof. Das sollte hier auch um den Brunnen herum irgendwo sein.
Ich habe mich auch echt gefragt. Ah. Bahnhof. Thomas the Tank Engine. Bahnhof von Pan, Schranke. Oh, da bist du ja, Justin. Kommst du, um dir wieder den Maschinenraum zeigen zu lassen? Heute nicht. Heute fahre ich zu den Leckminen, um Java dazu was zu bringen, was er vergessen hat. Muss ja was Wichtiges sein. Mach dir keine Gedanken wegen der Fahrkarten. Heute seid ihr eingeladen. Ja! Wirklich? Danke, Sir. Danke, Sir. Oh. In der Mitte. Ist so ein Bahnhof nicht aufregend, Sue? Yeah, wow! Hä, ist das ein Tor? Dann mal rein. Oh. Weißt du noch damals, Sue, als ich weggefahren bin und du Abschied genommen hast? Du bist hinterm Zug hergelaufen. Rückwärts sah es aus, als würden deine... Ja, egal. Von hinten sah es aus, als würden deine... wackeln. Ja. Das hat zumindest so ein Typ behauptet, der sich Scheißpart nennt. Ja. Oder spielst du diese Musik? Ja. Haha, ich kann mich erinnern. Also ich kann mich erinnern. Ja, du bist wie Boldi, die Erinnerung kommt zurück. Welcome to the jungle. Gerade war aber nur ein Waggon an dem Zug dran. Also tschüss, passt auf euch auf, ihr zwei. Cool, bleib extra wegen uns stehen. Klar, machen wir. Danke. Danke, mein Herr. Und naja, weißt du, direkt ein Herr bin ich ja noch nicht. Diese Kids sind mir über. Tja, da sind wir in den Leckminen. Da sind wir wieder auf uns allein gestellt. Wir werden nie wieder zurückfinden. Tja, dafür bin ich den Weg zu einem Haus. How convenient. A house in the middle of a street. Hä? Niemand zu Hause? Wie unvorsichtig. Wollen wir uns dieses Haus nicht einfach nehmen? Team wird naja. Zusammen so. Ja. Ich brauche deine liebliche Stimme jeden Morgen. Ja. Naja, ich lasse deine Börse einfach hier. Ja, ich habe die Börse zurückgelassen. Oh oh. Wen sprichst du? Was? Na toll. Okay, vielleicht geht das sogar mit meiner Stimme heute. Ey, du! Wer bist du? In meinem Schloss? In meinem Schloss einfach so reinzuplatzen. Na, diebes Gesindel seid ihr. Hände weg von meiner Börse. Oh, mein Hals. Schockschwere Not. Oh Gott. Schockschwellen und du verstehst da was falsch. Wir sind gekommen, weil wir einen Passierschein brauchen. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Nein, nein, Justin, das versteht er auch falsch. Seine Börse, die Börse. Mitgelassen, ja. Man kann nicht genug aufpassen. Es sieht ein bisschen aus wie so eine verrückte Version von Dr. Wily. Ja, ich meinte zurück in die Zukunft. Nee. Das ist Dr. Wily. Okay. Los jetzt, ergebt euch! Schneide euch das verkommene Herz aus der Reihe! Ja, wir sollten lieber abbauen. Hör mal, Justin, ist dieser Mann da wirklich Mr. Java?
Ja, aber bei ihm wurde vor einiger Zeit oben was falsch gepolt in seinem Bionik-Implantat. Er ist gestolpert. Der soll mal ein Abenteurer gewesen sein? Der? Mal einbleiben, du kleines Mädchen. Abenteuer gewesen sein? Boah. Gewesen sein? Ha! Jetzt weiß ich, wer er ist. Er ist der Herr der Schildkröten. Ja, gib ihm eine Sonnenbrille und dann passt das. Eigentlich schon, ja. Dann sieht man zumindest in ihrem Gesicht nicht mehr. Auch heute bin ich ein aktiver Abenteurer. Ja, gute Ohren haben sie jedenfalls. Bitte entschuldigen Sie, wir wollten Sie um einen Gefallen bitten, Mr. Java. Sehen Sie... Bla 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 bla. Und das ist die ganze Geschichte. Verstehe. Ihr wollt mein Passierschein in die neue Welt. Nun, Junge, eines muss ich dich fragen. Was habt ihr vor in der neuen Welt? Ich will nach Osten gehen, nach Angelo, das mich in der neuen Welt erwartet. Was? Angelo, sagst du? Was ist der Sache, die Krone auf die? Der lacht wie Alf. Ach, hör auf, das ist kein Witz. Tut mir leid. Aber Angelo? Angelo gibt es wirklich, ich weiß es. Moment, das war keine Halluzination. Das Bild. Lalala. Da. Es geht da mal auf und ab und überlegt. Ich verstehe dich sehr gut. Je nach Umständen gebe ich dir vielleicht sogar meinen Passierschein 38. Ich brauche aber den Passierschein A39, wie er im neuen Rundschreiben B65 festgelegt wurde. Ist das hier etwas von einem A39? Echt? Hey. Her damit! Ich meine, danke! Mach dich nicht lächerlich! Du kriegst ihn doch nicht einfach so! Ich stehe die vor dir liegende Prüfung und du erhältst, was du begehrst. Können wir Boah, das nicht überspringen? Ich muss gleich rübsen, wenn ich so meine Stimme presse. Das ist der Weg für den Abenteurer. This is Adventure! In Ordnung. Auf die Prüfung lasse ich mich ein. Yeah. Oh ja, kein Problem, stimmt's, Justin? Gut gesprochen, hör zu. Diesen Geist dürft ihr nie verlieren. Also ich erlege euch. Fertig. Ich erlege euch eine Prüfung auf. Mir nach. Ich erlege euch. Ihr müsst antreten gegen Bombastik, den Teuton. Ihr müsst 10 Prüfungen bestehen. Ja. Wir gehen hinter zu den Minen. Hinter zu den Minen. Los geht's, trödel nicht. Ja. Kermis der Perse. Wir müssen den Speer weiter schleudern als Kermis. Wo ist denn der jetzt hin, der Alte? Links. Runter. Links. Links, links, links. Es gibt sonst hier nichts, nee. Zum Sammeln oder so. Folge einfach den Schienen. Okay. Aber nach links, bitte. Okay, jetzt, warte, rechts. Was? Ich sehe nicht so gut, wenn du die Kamera siehst. Ah, da ist er. Er streckt seine Hand aus. Das ist sein Speer oder so. Oh, also doch Speerwerfen. Ich
glaube, ich stehe ihm ein bisschen zu nahe. Küss ihn. Ich habe keinen Soundtrack für die Leckmühlen. Oh. Irgendwo da hinten hausen neuerdings Monster. Ich kann als laute Gerze nicht dastehen. Wenn ihr es schafft oder fertig bringt, ihren Anführer umzubringen, kriegt ihr meinen Passierschein. Meine Prüfung für euch. Irgendwie dunkel und abweisend. Eine Mine eben. Klar ist sie dunkel. Wollt ihr jetzt aufstecken oder heimgehen? Ja. Du machst Witze. Klar gehen wir rein. Aber Java, kannst du hier bleiben, bis wir zurückkommen? Na gut. Und jetzt stellt euren jungen Abenteurergeist unter Beweis. Ich hoffe, so viel zu sprechen. Na, was ist? Geht ihr jetzt los? Oder wollt ihr euch erst